Hallo liebe Zuschauer des Let's Plays von Champions of Regnum. Ich bin gerade hier am Zirkelopen von Akersborg mit ein paar Kumpels, die immer wieder sterben. Aha, von hier hinten auch noch sterben. Gut, dann... Ja, okay, brauchen keine Hilfe. Ja, ich bin momentan schon wieder ein bisschen besser gelevelt und so. Bessere Items. Und habe dafür ein bisschen mehr Chance. Einfach wenn wir jetzt mal irgendwie einen Schütze oder einen Hexe drauf hält, dann bin ich K.O. Aber ich kann die Gegner treffen, ich kann sie Schaden zufügen und so weiter. Ich habe auch ein bisschen die Angriffe verstärkt. Die sind jetzt Level 3. Und ich habe einen Hexer besiegt, der bei mir schwer angezeigt wurde. Alleine. Das ist mein größter Erfolg gewesen heute. Ich habe sehr wenig sonst Erfolge feiern können, weil alle so inaktiv sind hier. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind sie stinkig darauf, dass die irgend so ein Vorteil sind und die Eisen zum Nachteil. Jo, ich bin auch nicht zu nah heran. Das machen die Barbaren da vorne. Du kannst sie ja nicht angreifen. Oh, da. Baba. Hab ich ihn? Kurz zum Gladiator X. Komm. Ich muss wieder buffen. Ja. Es ist wieder leise. Wieso wird das Spiel immer wieder leiser? Muss wieder ein bisschen lauter machen. Keine Ahnung. Ja, der. So ist gut. Musik brauchen wir ja nicht. Ich habe sie sowieso ausgemacht. Die Kampfmusik. Ach komm, bitte bufft doch nicht die ganze Zeit. Die Kämpfe werden nur schlecht mit diesem Schutz. Hab ich jetzt wieder was bekommen? Nein, natürlich nicht. Zu wenig Schaden gemacht. Das ist ein neues Level. Ja, jetzt ist es schwer. Ach, ich verliere ihn halt sofort wieder, wenn die wieder reingehen. Ja, komm. Den schaffe ich. Habe ich den? Ja, gut. Zwei Könige. Schön. Ja, ich habe leider noch nicht allzu viel gesammelt, weil ich eher queste. Und ich habe den Trog auch besiegt. Das ist auch so ein Gegner wie der andere, den ich im letzten Part gezeigt habe. Ja, und das ist der 33. Part. Und ja, wir machen ein bisschen Kämpfe fort. Plünderungen in diesem speziellen, ja, nicht Millenniums-Part, das ist der 1000, sondern einfach 33. Eine schöne Zahl. Ein Drittel von 100. Ja, wo sind denn die Spieler? Alle weg. Haben keine Chance. Da ist der Assassine. Nehmen wir den. Bei der Assassine Sembra habe ich noch schon mal besiegt, den anderen Spieler. So, und? Ja! Wieder 4. Okay. Oder waren es 5? Nein, es waren auch 4. Gut, das sind wahrscheinlich noch Zürten. Ja, nein, Icken. Wieder die Icken hier. Okay, es ist niemand mehr oben. Habe ich jetzt etwas bekommen? Alcius erobert Argusbock vor. Dann ist es so, dass man... genau, jetzt. Häuslebauer. Wahrscheinlich, weil einer es auch aufrüstet. Aber kommen wir jetzt eigentlich nicht mehr bei Valhalla, also im letzten LP, haben wir ja
immer wieder so Ding bekommen noch 10 Minuten. Die werden irgendwie nicht angezeigt oder bin ich noch zu low-levelig? Ich habe wirklich keinen Plan mehr. Ich habe da schon fast alles wieder weggedacht. Ich wusste schon, dass ich immer wieder anfange, ein Let's Play zu machen, aber für ein Let's Play ist es zu langweilig. Vor allem für mich, jetzt alles hoch zu leveln. Darum ist es ein Let's Show, auch wenn ich vielleicht Let's Play immer wieder sage, ist es ein Let's Show, weil ich schneide alles, was langweilig ist, eigentlich raus. Okay, es wird nicht alles super spaßig, aber einfach das, was am langweiligsten ist, schneide ich raus. Zum Beispiel die Anhänger, die Geister, die habe ich jetzt rausgeschnitten. Das ist die ganze Zeit in ein Dorf, wieder zum Rück, wieder ins Dorf, zurück, ins Dorf, zurück, ins Dorf und zurück. Und das nervt extrem, also weggeschnitten. Und die Kämpfe sind ja so easy. Ich hoffe, dass es die anderen zwei einfach auch irgendwann knackbar sind oder halt einfach mit den Freunden, die ich nochmals zeigen möchte. Da. Ja, jetzt habe ich noch einen dazu bekommen, den Suda. Ist auch ein Deutscher. Der hat mir geholfen bei Troll, heißt er. Und ja. Gehen wir irgendwo hin oder? Ich möchte kurz Auszeichnungen. Seid an der Einnahme eines Bollwerks beteiligt. Ja, das waren wir. Bekommen nur 5 über. Oh. Haben dafür ein RVR erreicht. Genau. Cool. Besucht zum ersten Mal die Dracheninsel. Das könnte man machen, wenn es das in der Mitte ist. Demokrat müssen wir halt von reich machen. Ich hoffe, dass die Igen auch mal ein bisschen schlechter werden. Ja, waren Valhalla auch immer wieder ein bisschen OP. Obwohl die Süden vorteilhaft stark waren. Was ist denn hier vorne? Nichts. Nur Legs. Okay. Zurück legen. Ja. Okay. Nun gut. Ich werde eine kurze Pause machen. Und wenn wieder das losgeht, mache ich die Aufnahme wieder an natürlich. Bis gleich. Nun gut. Es ist einfach falsche Zeit. Es ist abends. Also bitte, mach doch etwas. Nein, ich gehe jetzt leveln mit euch. Ich zeige, wo ich levele. Weil die gut abwerfen. Wenn, ich könnte eigentlich mal schauen, ob am Strand von den Igen auch etwas jemand farmt. Ich kann nämlich mal sterben, einfach so und so. Kein Problem. Und, da gehen wir jetzt mal hin. Okay. Scheinbar werden jetzt in diesen Orks-Camps Bosse kommen. Da ist nur ein Anführer. Oh, das sind Ork-Captains. Ork-Captains. Ich will nur kurz was schauen. Wer kämpft dort oben? Das ist ein Kampfgeräusch. Topa, Topas könnten wir sammeln, aber nee. Es läuft gerade nicht flüssig, tut mir leid, aber ich habe noch ein paar Sachen on. Nebenbei auf. Oh, da will einer kämpfen. Oh, schau mal, ein Unmögliche. Komm, ich schlafen. Nein, ich will nicht. Ja, ich will schon so, aber. Das ist so ein. Das sind solche Noobs, die alleine als Jäger irgendwas machen müssen. Schlechte Leveler-Kämpfe kriegen. Ja, ich will nicht. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Ah, gut.
Er schafft mich nicht mal. Okay. Fast. Jetzt sind die, die Jäger. Die müssen natürlich immer Player killen und... Die haben nichts. Die bekommen, glaube ich, nicht mal eins über. Okay, dann brechen wir das ab. Wenn so viele Jäger da sein müssen, die Level killen, gehen wir lieber rein ins... zum Strand. Zu den Aquantis. Captains. Da ist die Erika Boom. Kenn ich noch nicht so gut. Ja, und dann mache ich mal die Legs weg. Da bin ich selber schuld. Ich rendere nebenbei noch. Und habe noch ein anderes Game on, nämlich Path of Exile. Braucht auch noch viel Leistung. Hm. Scheinbar macht Path of Exile der Sound nicer. Kann doch nicht sein. Das ist irgendwie mit meinem Headset so. Ach komm, ey. Ah, es laggt auch nicht mehr so viel wie draußen. Hier drinnen hat es nicht so viele Spieler und so weiter. Ja gut. Jetzt alles weiße Gegner, genau. Ja, es ist momentan richtig langweilig, weil irgendwie die Spieler... Die kommen nur Samstag, sonntags eigentlich richtig rein zum Spielen. Dass wir eine Chance haben gegen die Irgen. Aber wieso? Sind die alles in alles nur Schüler oder was? Also ich denke meistens so, dass es einfach so ist, dass die Jobs haben, trotzdem noch spielen können nebenbei. Und die Schule haben, nicht nebenbei... noch spielen dürfen, wegen der Mutter oder so. So habe ich so das Gefühl, weil... Ja, die ganze Zeit wird irgendwie von Schulen und so geredet. Nun gut. Also, machen wir mal ein bisschen. Boom. Ungebufft mache ich so viel Schaden. Ach, ich liebe es einfach. Jetzt mal buffen. Show. Ah, stunnen. Ja. Das kannst du aus. Der hat gesehen, der mich vorher besiegt hat, hat mal gesehen, dass ich nicht angreife. Hat mich ab die ganze Zeit gestunt. Hat gesehen, dass ich so unterlevelig bin. Also es war ja unmöglich. Dann ist der, bin ich sichtbar ohne Anzeige. Also nichts steht bei mir. Und, eben. Macht alles, um mich zu besiegen. Völliges Noob, kleines. Aber, pff, wenn die so unfair sein müssen. Es gibt wirklich Spieler, ab diesen Ehe bei den Syrten, es gibt wirklich Spieler, die auch nicht töten. Zwar ein bisschen angreifen und schauen, ob, ja... besiegbar ist und ob es lohnt, ihn zu besiegen und so, und dann brechen sie ab und gehen wieder weiter und so weiter. Aber bei den Ecken irgendwie nicht. Komm, ey, was ist dir? Ah, gut, danke schön, kann gar nichts mehr machen. Dann muss ich halt abbrechen, diesen Versuch. Die blöden Buffs, die brauchen so viele Mana. Ich brauche irgendwas mit Mana wieder. Nun gut. Ich habe meine Items immer noch mit Level 30 von der Kiste. So, schauen. Das sind alles diese Sachen, die wir von der Kiste bekommen. Aus dem Präzisionslangbogen. Und alles noch schwach. Da möchte ich eigentlich bei diesen farmen, aber sie droppen gerade nichts. Und ja, momentan läuft es nicht so. Deshalb wollte ich mal schauen, wie Albion online so ist. Aber natürlich ist das immer noch in der Closed Beta. Und ja, nervt halt, weil alles so Handy eingeschnitten ist. So iPod
iPad und so. Und deshalb ist alles so gigantisch. Jedes Menü ist gigantisch groß. Und das geht mal gar nicht. Und eben, man kommt nicht rein, weil ja, man ist kein Supporter, man gibt nicht 95 Euro aus. Na gut, spiele ich das Spiel halt noch nicht oder gar nicht. Da muss ich wenigstens nicht so viel grinden. Okay, hier muss man auch viel grinden, aber nicht so viel wie bei Albion Online. Ich wollte es wirklich mal so machen. Ich starte dieses Spiel und weiß von nichts und nehme auf. Aber es geht ja nicht, wenn ich nicht reinkomme. Das ist die Frechheit, oder? Wenn man nicht mal sich sicher sein kann, ob man reinkommt oder nicht, weil nichts angezeigt wird, überhaupt nichts. Dann noch die ganze Zeit Captcha-Codes eingeben und so. Da will ich lieber verzichten. Was denkt ihr? Soll ich es denn doch machen oder soll ich es nicht machen? Weil es ist ja ein Survival-Spiel und ich liebe Survival-Spiele, also bitte. Aber es so zu grinden, Survival-Grinding, nein, das möchte ich nicht. Spiele ich lieber Minecraft. Und Let's Play ist auch lieber, auch wenn ich nicht viele Aufrufe momentan habe. Weil halt einfach momentan nicht so viele solche Sachen schauen wollen. Eher Survival-Games und so. PvP. Na gut. So. Greife ich nicht allzu viel an und... Was ist denn los? Ja, dann wegreißen. Schaut euch das an. Nichts funktioniert. Ja, ich bin zu schwach. Ich habe schon lange keine Gegner mehr besiegt, die herausfordernd sind. Anspruchsvoll und pff, ja. Deshalb sind die einfach schwer, weil ich nicht das Equip habe. Aber wie soll man dann an Items kommen, wenn gar nichts droppt? Muss man alles erkaufen? Nein, kein Bock. Nun gut, also ich breche... Ja, ich tue den Part jetzt mal ein bisschen weniger lange machen und schaue, dass ich noch ein bisschen dazu komme, bekomme. Sonst halt sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Schauen und auf Wiedersehen. Tschüss.